Morgen soll das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet werden. Die alte Regelung hat ja vorgesehen, dass man zwei psychologische Gutachten gebraucht hat. Jetzt gar keins. Volljährige trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen können zukünftig durch eine einfache Erklärung beim Standesamt die gewünschten Änderungen herbeiführen. Anschließend können Dokumente wie der Reisepass geändert werden. Die Erklärung mit Eigenversicherung muss nicht von Gutachten begleitet werden und wird nicht gerichtlich geprüft. Sie hängt auch nicht davon ab, ob sich die betroffene Person für geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe entscheidet. Es reicht aus, dass die beantragte Änderung der Geschlechtsidentität der beantragenden Person am besten entspricht. Auch ein Zwangsouting soll verhindert werden, indem die Bekanntgabe der ursprünglichen Identität durch ein Bußgeld bestraft wird. Ja, und man kann es sich schon denken, das könnte vor allem für Mädchen und Frauen gefährlich werden, wenn Männer, die sich für Frauen halten, einfach in sämtliche Schutzräume der Frauen bzw. Mädchen gehen dürfen. Ob Umkleide, Sauna, Dusche oder WC, alles ist dann für alle offen. Fantastisch. Genau das könnte aber bei Männern mit Autogynophilie zum Problem werden, also Männer, die dabei sexuell erregt werden, wenn sie sich vorstellen, eine Frau zu sein. Aber auch bei anderen, denn man darf ja nicht mal mehr nach der ursprünglichen Identität fragen, ohne dann ein Bußgeld zu kassieren. Naja, egal, was sollte da nur schief gehen. Davon ausgenommen sind übrigens illegale Migranten. Das Innenministerium hat jedoch Bedenken geäußert, dass Migranten, die kein Recht haben, im Land zu bleiben, die neue Gesetzgebung missbrauchen können, um Beamte zu verwirren und einer Entdeckung zu entgehen, was eine Änderung des Gesetzesentwurfs erzwang. Eine geänderte Version der Gesetzgebung verbietet es nun jedem, der zur Abschiebung bestimmt wurde, ein anderes Geschlecht anzunehmen, berichten deutsche Medien. Also den Migranten, die vor Einreise ihre Pässe weggeworfen haben, die hier unter falschen Identitäten immer wieder ins Land kommen, wird jetzt untersagt, ihr Geschlecht zu ändern, weil man eben genau das befürchtet. Das klingt doch eher danach, als befürchtet man etwas ganz anderes und versucht eben das zu verhindern. Aber das könnten natürlich auch nur Vorteile sein.